halb so, dass ich in Richtung, wo ich mich bewegen muss, erst das Rote passiere, dann das Hölzerne. Das ist zumindest jetzt hier an dieser Stelle so. Genau, das ist hier, wenn ich da zum Lager gehe, erst komme ich am Roten vorbei, dann am Holz, hier auch zum Hafen und dann hier beim Heim soll das eben auch so sein. So, ja, dann dürfen wir das erledigt haben. Okay, gut. Dann gehen wir mal zum Lager. Ja, komm, da kann ich mich jetzt hin teleportieren. Und die Sachen wegräumen. Ne, kann ich mal. So. Was haben wir denn da noch? Kohle. Kohle ist hier um die Ecke. Sand, Ton und diesen Stein, dieses Steinzeug. Oh, da fehlt aber auch wieder einiges hier, ne? Da muss ich mal ein bisschen nachlegen. Oder vielleicht haben wir da schon was. So, Sand. Ich schau mal eben diese Kisten da. Nö, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Auch nicht. Und auch da nicht. Okay. Ah, dann holen wir was von unten. Holen wir mal eine richtige Ladung und füllen da mal wieder auf. So, das ist die andere gefangene Kiste hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Zack, 4. Nehme ich jetzt da raus. Wo ging der Stein denn so hin? Das, keine Ahnung, das ist irgendwie weg. Haben wir denn noch... ja, ich kann jetzt erstmal hier den Stein da reinkloppen. 4, so. Und dann nochmal nach Kohle schauen. 2, 3, 4. Und hier der Rest. Kohle, hier. Ja, Steinkohle ist das. Da ist noch ziemlich viel da. Ja, doch, das reicht auch noch hier. Und hier auch noch. Ja, alles wunderbar. Das reicht noch. So, und jetzt würde ich gerne... Ich kann mal hier ein bisschen was einzahlen. So, ja, richtig gemacht. Jetzt würde ich gerne zum Hafen gehen und dort die Einrichtung machen, weil das eine relativ kleine Arbeit ist, die relativ schnell vonstatten geht. Ach so, ja, da war ja noch das das Computer, das Kettenlaufwerk. Wollen wir erst das einschieben? Ach doch, 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 genau. Da habe ich Lust drauf jetzt. Machen wir erst das Diskettenlaufwerk. So ein bisschen Abwechslung eben machen. Ich bin immer zu faul, um hinzulaufen, also hin teleportieren. Rechenzentrum. So. Okay, wie ging das noch? Moment, ich muss dahin. Wir brauchen ein Diskettenlaufwerk. Der Rechner, den kann ich zwar jetzt anschalten. Nee. Eben nicht, weil das Diskettenlaufwerk fehlt, wo das Betriebssystem drauf ist, also auf der Diskette dann. Okay, also wir brauchen ein Diskettenlaufwerk. Dann müsste es hier... Da, hier, Diskettenlaufwerk. Ach, das ist relativ einfach hier. Kolben, Eisenbarren, gedruckte Leiterplatte, Mikrochip, Stufe 1. So, hier, Kolben, Mikrochip, Stufe 1, gedruckte Leiterplatte... Kolben haben wir auch schon. Dann brauchen wir noch Eisenbarren. 4 Stück. So, und den Rest habe ich wieder vergessen. So, der Kolben war da. Das war da. Die waren in den Ecken hier. Und der war, keine Ahnung, irgendwo da vielleicht. Oh ja. Ach, und das ist frei hier. Da ist nur noch ein Stöckchen. Der Schreiblesekopf ist das dann. Okay, gut. Also ein Stückchen. Schreiblesekopf aus Holz. Ja, das ist mein Ding. So. Zack, wir haben das Diskettenlaufwerk. Und einen Erfolg erzielt. Aber was für einen, konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Ach, da steht ja hier noch. Klick, brumm, brumm, brumm oder so. Na gut. So, zack, da das Diskettenlaufwerk. Und jetzt müssen wir hier eine Diskette reinlegen. Wir haben noch da unten noch eine. Das ist aber wahrscheinlich eine leere. Ich glaube, hier war das. Diskette, ja. Wir nehmen die mal und legen sie rein. So, Diskette drin. Aber da wird sich noch nichts tun. Genau, weil nämlich auf dieser Diskette
das Betriebssystem nicht drauf ist. Wir müssen das also da erst drauf machen. Moment mal. Diskette. Steht das irgendwie mit? Ne, 1B. Bootable Disk oder sowas. Open Loader. Nee. Da gibt es doch so viele Disketten. Okay, wir müssen das mal wegmachen hier. So, was gibt es da an Disketten? Da unten, guck mal, hier, da. Und das Operating System, genau das brauchen wir. Und das machen wir aus einer Diskette und einem Handbuch. Oder? Ah, Moment mal, ich habe doch sogar einen Schraubenschlüssel. Und da muss man da einfach durchklicken. Das probieren wir mal aus. Jetzt, wenn wir das Ding schon haben. Das konnten wir ja bislang noch nicht einsetzen, aber hierfür können wir es einsetzen. Jetzt haben wir eine Anwendung gefunden. So, eigentlich müsstet ihr... Nee, hier unten ist er doch nicht. Ja, okay, dann müssen wir wieder nach oben. Wo war der denn sonst? Ach, der war da vorne in der Kiste. Genau, da habe ich den hingeschmissen. Hier, da ist die Kiste. Genau, da ist er. Okay, wir werden das ausprobieren. So, Diskette rein und den Schlüssel. Nö, da oben? Auch nicht. So, nee, leider geht's nicht. Aber das war doch da abgebildet hier. Wo war das nochmal? Hier, das da. Ah, oder geht das nicht mit einer schwarzen Diskette? Guck mal, die sind alle farbig hier. Und schwarz wird jetzt hier nicht als Farbe angesehen. Ja, es geht nicht mit einer schwarzen. Okay, gut. Da müssen wir also doch so ein Dingsbums bauen. Moment, so und so. Aus einem Buch und einem 1er Mikrochip. Okay, also brauchen wir einen 1er Mikrochip hier. Und ein Buch. Das ist da gewiss hier Farben, Holz oder sonstiges Papier. Ein Papier. Nee, das ist aber kein Buch. Wir brauchen also noch ein bisschen Leder. Okay, ich gehe mal ins Lager. Und hole mal ein wenig Leder. Und wieder zurück. So, dann. Dann können wir uns dort hier vor Ort... hier. Der Rest kann da rein. Und 1, 2, 3 von diesen Dingen hier. So, und ein Buch. Das kann ich ja gleich da lassen. So, dann haben wir das hier. Und jetzt, so. Genau, jetzt haben wir diese Diskette hier. Ja, Erfolg. Der eine... Was? RE-Datenspeicher? Sagt mir nichts. Jetzt will ich aber das noch ausprobieren. Hier, so, das da und der hier dazu. Guck mal, jetzt haben wir hier sowas da. Und jetzt packen wir das wieder da rein. Und dann kriegen wir die in einer anderen Farbe. Und so schalten wir da rein nach den Farben durch. Bis wir schließlich dann wieder auf das Dunkelgrüne kommen, was wir hier haben wollen. Noch eins weiter. Ja, noch was. Ah, hier, da ist das Hellgrüne. Und damit kriegen wir das Dunkelgrüne. So, das behalten wir jetzt aber. Der Schraubenschlüssel, nutzt der sich ab hier irgendwie? Nö, das sieht nicht so aus. Nö. Okay, gut. Nee, ich will... Ach so, Moment mal. Ich will die Kiste nicht umdrehen, sondern aufmachen. Okay, damit kann ich also auch die Kisten umdrehen. Das ist nicht verkehrt. So, und so nach schlafender Stunde, wie sich das so für Programmierer gehört, gehen wir nochmal an den Rechner. Zack. Rainer, jetzt müsste es aber funktionieren. Also, Strom hat der Rechner ja schon mal. Es geht ja immer noch nicht. Muss ich das da hier rausnehmen? Speicher für das BIOS. Es geht immer noch nicht. Ach, ja, ich weiß auch nicht wieso. Wir haben noch so ein Messgerät. Das ist unten, also holen wir das mal. Na, dann bin ich halt gespannt, ob wir da jetzt irgendwie Hilfe kriegen. Jetzt ist der auf. Ja, nee, ich will da das Messgerät.
keinen BIOS gefunden. Ja, aber das ist doch hier auf der... Eine konfigurierte EEP-Raum. Ja, aber das habe ich doch hier, oder? Hm. Nö. Tja. Ach nee, Moment mal. Ich muss das da drauf installieren. Ja, Moment. Aber wenn ich den Rechner nicht einschalten kann, dann nutzt das ja auch nichts. Ich kann hier... Nee. Da kann ich nichts machen. Das Diskettenlaufwerk muss neben den Rechner. Das ist ja auch. Und das sollte genügen. Ja. Keine Ahnung. Ich pack das mal wieder da rein. So. Dann nehme ich mal das hier wieder raus. Und dann probieren wir mal was aus. Wir brauchen dann mal dieses EEP-Raum. So, da gibt es zwei. Das da mit dem Lua-BIOS. Okay, da brauchen wir nochmal. Also so ein einfaches Ding. Aber ich dachte, das wäre das schon, oder? Und ein Open Computers Handbuch. Ach so, das ist das hier. Was wir gerade schon mal gemacht haben. Okay, wir machen nochmal eins. So, drei davon, eins davon. So, und da haben wir das Buch und dann das hier. Ja, das kann ich die beiden auch noch hier zusammen machen. So, jetzt haben wir hier ein Lua-BIOS. Okay, gut. Jetzt probieren wir es damit. Und dann brauchen wir dann das Diskettenlaufwerk auch noch. Weiß ich nicht. So, ich probiere es aus. Da ist die Diskette. Die nehme ich jetzt raus. Guck mal da erscheint was. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Moment. Unrecoverable error. No boot medium found. Okay. Und dann brauchen wir also doch... Ach so, okay. Dann brauchen wir also doch diese Diskette hier. So. Ja, doch, jetzt tut sich da was. Hört ihr die Geräusche? Ja, Gehörg hier. Lass mich da mal raus. Ich will auf den Bildschirm schauen. Guck mal da tut sich was. Jetzt haben wir einen lauffähigen Rechner. Nicht, dass ich damit umgehen könnte, aber wir haben einen. Und der funktioniert auch im Sinne von Stromversorgung. So, you can get a list of all attached components using the components program. Aha, mal schauen. Components... Guck mal, wir haben ein GPU, einen Computer, ein Dateisystem, Tastatur, Bildschirm, noch ein Dateisystem, das EEP-ROM, Diskettenlaufwerk und noch ein Dateisystem. Ja, also so wie es aussieht, können wir mit dem Gerät jetzt was machen. Es ist wohl betriebsbereit. Ich weiß zwar nicht, was wir jetzt alles machen können. Ich weiß auch dies hier noch. Keine Dateien drauf. Ja, gut. Wie war das nochmal? Change Directory. Dann muss das so sein. Oder drei Punkte. Nee, drei waren es nicht. Zwei. File not file. Ja, keine Ahnung. Also da muss ich mich nochmal schlau machen, wie das geht. Das habe ich schon vor längerer Zeit mal gemacht, aber mittlerweile nicht mehr. Okay, gut, also dann ist das Experiment jetzt so gesehen erstmal abgeschlossen. Der Rechner läuft im Sinne der Stromversorgung und auch im Sinne der Funktionsfähigkeit. Ich schalte ihn mal wieder aus hier. So, genau, jetzt ist das alles aus. Diskette lassen wir da dran. Ja, okay, also wir haben jetzt einen lauffähigen Rechner und ich weiß nichts damit anzufangen. Macht nichts, das kommt alles noch. Ich packe das hier, das Messgerät mal wieder da rein. So. Und jetzt will ich mal in den Keller schauen, wegen der Stromversorgung. Da müssen wir ja auch noch was machen. Wir werden dann also mehrere von diesen Rechnern aufstellen. Ob wir jetzt das Diskettenlaufwerk immer noch brauchen oder ob das weg kann. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Also ich dachte mir,
dass das jetzt... Ah, ich habe was im Hals. Dass das eigentlich ohne gehen müsste. Ich nehme das einfach mal raus hier. Ah, nee, das geht also nicht. Okay, gut. Diskette wieder rein. Ja. Das geht. Also, aber da war irgendwas. Mit Install, glaube ich, muss man das da drauf installieren. Ich kann es mal ausprobieren. Install. So. Install OpenOS. Ja, das will ich machen. Muss ich jetzt auf das Z? Nö. Wenn ich auf meiner Taste auf das Z drücke, kommt auch ein Z. Okay, auf das Y hier. Ja, genau. So, das geht. Ja, will ich machen. Ah, jetzt tut sich da was. Jetzt wird da Lua, das Betriebssystem, drauf installiert. Und dieses EEPROM, das ist eins, das, da gibt es ja zwei. Einmal ohne dieses Lua-BIOS-Dingsbums und einmal mit. Das mit dem mit haben wir jetzt da. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur so ein EEPROM, wo man das drauf machen kann. Man muss es dann aber erst noch tun. Und zwar jetzt. Das machen wir jetzt gerade. Und zwar über das Diskettenlaufwerk von der CD herunter. Von der Diskette herunter. Dauert aber ganz schön lange. Reboot now? Ja. Wollen wir machen? So. Und jetzt sollten wir